Ja, hallo. Ich bin der Superfex und ich teste gerade ein neues Aufnahmeprogramm aus, mit dem ich auch den Desktop aufnehmen kann, wie man hier sieht. Und das werde ich einmal nutzen, um euch das Handbuch von Hype the Time Quest ein wenig näher vorzustellen. Übrigens, nicht wundern, dass ich hier dieses Standard-Windows-Logo habe. Ich muss für die Aufnahme das Aero-Design von Windows 7 deaktivieren und im Basisdesign ist eben das der Standard-Bildschirmhintergrund. Meiner wird nicht übernommen. Und ich bin jetzt zu faul, einfach nur für die Aufnahme den Bildschirmhintergrund im Basisdesign zu ändern. Also seht mir das bitte nach. Ich werde noch ein wenig für Atmosphäre sorgen, indem ich Musik starte. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Es ist nicht viel. Wir haben einmal die Legende von Hype, eine kleine Vorgeschichte, die noch die Ereignisse von vor dem Intro zeigt. Und dann einmal Hypes Welt, wo die Charaktere ein wenig vorgestellt werden. Und am Ende nochmal der Ehrenkodex der Ritter gezeigt wird. Also ihr seht, das ist nicht viel. Ich werde es euch vorlesen und zeigen. Und ja, der Rest ist eigentlich uninteressant. Da hat man dann so technische Details, wie man das Spiel installiert, bla bla bla. Was eigentlich niemanden interessiert. Deswegen beschränken wir uns mal auf die Story. Also, die Legende von Hype. Eine Legende, die Jahrhunderte überdauert. In längst vergessener Zeit wurden die Königreiche von der schlimmsten Entwicklung der Menschen heimgesucht, dem Krieg. Die junge Lyzote lebte in einem dieser Königreiche. Schlachten tobten in ihrem Land schon seit so langer Zeit, dass es davon wie von einer Wolke des Hasses überschattet wurde, als ob der Staub der endlosen Schlachten sich weigern würde, sich zu setzen. Und eines Tages geschah das Unvermeidliche. Das Land fiel. Lyzotes Vater spürte, dass das Ende nahe war. Und befahl seiner Tochter, in das Königreich des jungen Königs Tascan im Vierten zu fliehen. Schweren Herzens verließ Lyzote ihre Familie und das Land ihrer Kindheit wurde zerstört, so wie ihr Vater es vorhergesagt hatte. Voller Trauer ging sie ins Exil. Bevor sie den Wald erreichte, musste sie ein Schlachtfeld überqueren. Mit Verbitterung sah sie die Spuren der Verwüstung und kurz bevor der Schmerz sie übermannte, entdeckte sie einen einzelnen Baum, der noch lebte. Sie senkte ihre Augen. Ihr Herz hörte für einen Augenblick auf zu schlagen. Am Fuße des Baums lag ein verlassenes Kind und schlief. Aus purer Liebe und Güte hob sie es auf, nahm es mit sich und nannte es Hype. Nach einigen ermüdenden Tagesmärschen erreichten Lyzote und Hype Torras, eine Stadt, die von der majestätischen Festung Tascans des Vierten überragt wurde. Der junge König versprach ihnen Schutz, trotz des Bürgerkrieges, der sein Land zersplitterte. Lyzote verliebte sich sofort in diesen großzügigen König, dessen oberstes Ziel der Frieden war. Tascan für seinen Teil war gerührt von ihrem Mut und ihrem leidenschaftlichen Wunsch nach Frieden. Sie heirateten bald darauf und hofften, dass ihre Liebe Frieden unter der Bevölkerung verbreiten würde. Unglücklicherweise tat sie das nicht. Der Bürgerkrieg tobte unbarmherzig weiter. Jahre vergingen und Hype wuchs inmitten dieses Krieges auf und hatte gar keine andere Wahl, als selbst daran teilzunehmen. Für Lyzote war er wie ein eigener Sohn und sie war traurig, dass er jetzt in den Krieg ziehen musste. Sie hatte lange genug gelitten. Lyzote erinnerte sich nur zu gut an ihr eigenes gefallenes Königreich. Sie fürchtete, dass diese Geschichte sich wiederholen könnte und brach auf, um eine magische Waffe zu suchen. Eine magische Waffe, die diesem Blutvergießen ein Ende bereiten könnte. Die Legende erzählt, dass ein Drache ihr das Schwert des Friedens gab, weil sie ein so reines und edles Herz hatte. Lyzote konnte das Sch Entschuldigung, Lyzote kehrte nach Torras zurück und überreichte das Schwert ihrem Mann, der von den magischen Fähigkeiten des Schwertes verblüfft war, und sofort auszog, um Frieden zu schaffen. An seiner Seite übertraf Hype alle anderen Ritter im Königreich. Er stiftete mit seiner Kraft und seinem Edelmut Frieden unter den Menschen. Die Bevölkerung sang Lobeshymnen auf ihn. Hype und seine Verlobte Viola wurden zur Personifizierung des Friedens. Während Hype den Menschen in den erbittertsten Kämpfen beistand, pflegte Viola aufopferungsvoll die Wunden der Verletzten auf beiden Seiten. Das magische Schwert ermöglichte Tascan dem Vierten, den Wunsch nach Frieden in den Herzen seiner Leute zu wecken. Als der Krieg endlich endete, erklomm Hype den höchsten Turm der Festung und hisste die erste Flagge des Vereinigten Volkes. In den Augen aller waren Hype, Viola, Tascan und Lyzote die Befreier, Symbole eines besseren Lebens. Das königliche Paar arrangierte ein Fest, um den Frieden zu feiern. Tascan der Vierte bot Hype, dem beliebten Meisterkämpfer des Volkes, das Schwert des Friedens an.
Es war richtig, dass das Schwert in den Händen des reinsten und nobelsten Ritters des Landes liegen sollte. Aber genau in diesem Moment stürzte eine Wache herein. Er verkündete, dass ein mächtiger schwarzer Ritter, der auf einem fliegenden Drachen ritt, Angst und Schrecken in der Stadt verbreitete. Aber es blieb keine Zeit zu reagieren. Der mysteriöse schwarze Ritter war schon vor dem königlichen Podium gelandet. Der Lärm der Feier legte sich. Tiefe Stille lag über den Gärten der Festung, als wäre die Furcht selbst vor dem Podium gelandet. Ein mächtiges Licht zuckte aus den Augen des schwarzen Ritters und von seiner Rüstung ging eine tödliche Energie aus. Die unbehagliche Stille der Versammlung schien seine Präsenz noch zu verstärken. Der Fremde sprach. Seine tiefe, lärmende Stimme ließ das Blut in den Adern der Zuhörer gefrieren. Drohend richtete er sein Schwert auf den König und forderte seinen Thron. Hypes Mut wurde durch das neue Schwert noch erhöht und er startete einen Angriff. Hype führte die ersten Hiebe, aber nur, weil der schwarze Ritter den sportlichen Kampf genoss. Als er genug hatte, demütigte er Hype vor den erstaunten Augen von Tuscan dem Vierten, Lizote und Viola. Mit einem blendenden, magischen Lichtblitz verwandelte er Hype in eine Statue. Dann traf er ihn mit einem unglaublichen Wirbelwind, einer verblüffenden, okkulten Kraft, um ihn aus dem Weg zu räumen. Die Bewohner von Toras dachten, dass alle Mächte des Bösen über Hype hereinfielen. Durch die Kraft des Wirbelwindes wurde Hype in seinem steinernen Gefängnis weit, weit weggetragen. In die Vergangenheit. Immer noch versteinert erschien Hype im Hof eines alten Rittergutes wieder. Wird es Hype schaffen, aus seinem steinernen Gefängnis zu entkommen und in seine eigene Zeit zurückzukehren? Wer weiß, welche Grausamkeiten der schwarze Ritter den Bewohnern von Toras antut, jetzt, da Hype nicht da ist, um sie zu beschützen. Das Schicksal von Viola, Tuscan dem Vierten, Lizote und allen Bewohnern der Stadt liegt in Hypes Händen. Und Hypes Schicksal liegt jetzt in deinen Händen. Also ich finde das schon ziemlich krass, was da eigentlich für eine komplexe Vorgeschichte erzählt wird, was eigentlich für Kinder, die dieses Spiel gerichtet ist, viel zu hoch ist. Also ich habe damals das Handbuch nicht mal gelesen. Ich wusste gar nicht, dass so eine Geschichte existiert. Aber nun gut. Die Musik ist total dramatisch. Das hat zwar zum Auftritt des Schwarzen Ritters gepasst, aber naja, gleich wird's wieder ruhiger. Also, Hypes Welt. Hype der Tapfere. Als Personifizierung des Edelmuts ist Hype mehr als würdig, den Titel des Meisterkämpfers zu tragen, den Tuscan dem Vierten ihm verliehen. Ich kann wieder nicht vorlesen. Den Titel des Meisterkämpfers zu tragen, den Tuscan der Vierte ihm verliehen hat. So. Er ist mutig und führt seine Waffen mit Würde. Das Schwert ist eine Erweiterung seiner Stärke und die Armbrust ist eine Erweiterung seines unfehlbaren Augenlichts. Es wird erzählt, dass Hype niemals besiegt wurde, da er immer für die gerechte Sache eingetreten ist. Hype träumt von einem einfachen, glücklichen Leben mit seiner Verlobten Viola. Er lebt in totaler Harmonie mit der Natur und vereinigt die besten Eigenschaften und Kräfte von Menschen, Tieren und Pflanzen in sich. Genau wie Mutter Natur verfügt Hype, wenn er herausgefordert wird, über zerstörerische Kräfte, die von den Legenden später als mächtiger als ein Erdbeben beschrieben werden. Alter? Im Mittelalter konnte man das Alter der Menschen nur schätzen. Hype ist ungefähr 22 Jahre alt. Familie. Als Kind unbekannter Eltern wurde Hype in jungen Jahren von der jungen Prinzessin Lizote von einem Schlachtfeld gerettet, wo er am Fuße des einzigen verbliebenen Baumes schlief. Der Volksmund sagt ihm nach, dass er von diesem starken und stolzen Baum geboren wurde. Stärken. Edel, mutig, mächtig, schnell und stark. Hype hat eine angeborene Gabe für das Ausüben von Magie. Schwächen? Hype ist ein wenig unerfahren für eine derart gefährliche Aufgabe, die für das Königreich von solch entscheidender Bedeutung ist. Und er weiß wenig über die Geschichte seines Königreichs. Viola, die Leidenschaftliche. Viola liebt Hype von ganzem Herzen, obwohl sie davon überzeugt ist, dass sie der Meisterkämpfer werden könnte, wenn sie nur ein Ritter wäre. Entschlossen, offen und direkt. Viola fällt Entscheidungen mit Lichtgeschwindigkeit und hat immer recht. Viola ist eine leidenschaftliche Frau, die für ihren Verlobten Hype durchs Feuer gehen würde. Niemand würde wagen, es auszusprechen, aber viele Ritter würden lieber fliehen, als ihrem Weg zu kreuzen. Alter? Ungefähr 18 Jahre alt. Familie? Viola ist die Nichte von Tuscan dem Vierten und Hypes Verlobte. Ihre Mutter ist die jüngere Schwester des Königs. Und ihr Vater ist der führende Militärstratege der Festung. Stärken? Intelligenz. Sie gebietet Respekt, ohne anderen ein Haar krümmen zu müssen.
Schwächen? Nur ein bisschen überempfindlich. Lyzote, die Majestätische. Lyzote ist die Verkörperung der Güte und Thoras verdankt alle seine sozialen Einrichtungen ihr. Eine bestimmte Frau. Eine bestimmende Frau, so rum. Lyzote würde nicht davor zurückschrecken, im Mittelpunkt des Schlachtfeldes zu stehen, um den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Alter? Ungefähr 37 Jahre alt. Familie? Lyzote wurde im Königreich Liore geboren, welches vom Krieg zerstört wurde. Ihr Vater Lekla war der König. Sie rettete Hype, als sie noch Prinzessin war und liebt ihn wie ihren eigenen Sohn. Wegen des Krieges war sie gezwungen, mit Hype ins Exil, in das Reich von Tuscan dem Vierten zu gehen. Später heiratete sie den König und wurde Königin von Thoras. Stärken? Güte und eine zuverlässige Charakterstärke. Je schwieriger die Situation, desto mehr Mut zeigt sie. Schwächen? Vielleicht ist sie etwas naiv in ihren Ansichten über die menschliche Natur. Tuscan der Vierte, der Große. Tuscan der Vierte ist ein gerechter und guter König und liebt den Frieden. Mit der Hilfe von Hype hat er den Bürgerkrieg beendet und sich damit einen Traum erfüllt, den schon sein Vater träumte. Tuscan der Dritte hat den Frieden nie gekannt. Tuscan der Vierte wünscht, er könnte ihm posthum den Frieden bringen, um einen König und Vater zu ehren, der ihm immer Vorbild war. Tuscan der Vierte empfing Lyzote und Hype mit offenen Armen. Er adaptierte Hype vom Fleck weg und versprach, ihn in Liebe großzuziehen, wie es sein Vater mit ihm getan hatte. Lyzote kannte er bereits von einem Bankett mit Lekla, dem König von Liore. Ihre Liebe entbrannte bei dieser Gelegenheit. Alter? Ungefähr 42 Jahre alt. Familie? Sohn von Tuscan III. Und Königin Thibodeau. Er heiratete Lyzote, als er etwa 23 Jahre alt war. Stärken? Brillanter Redner und Erzähler. Sein Mut wird aus seiner Überzeugung geboren. Schwächen? Kein guter Schwertkämpfer und definitiv kein geborener Bogenschütze. Gustus der Leichtgläubige. Der Mangel an menschlichen Kontakten in seiner Jugend ist dafür verantwortlich, dass er Zusammentreffen mit anderen Menschen meidet und erklärt auch, warum er als Einsiedler lebt. Er ist immer sehr verlegen, wenn er fremde Menschen trifft. Gustus arbeitet nur für sich selbst, für die Magie und für die Natur. Es ist die Eigenart seines Charakters, dass er von der Magie derart angezogen wird. Gustus erkennt in Hype einen Ritter mit einer edlen Aufgabe und der Natur näher steht als dem Krieg. Alter? Unbestimmbar. Familie. Gustus ist der Sohn der Magie. Er wurde aus einer seltsamen Kombination von Molekülen geboren, einer Kombination, die durch den legendären Sturm geschaffen wurde, der zu Urzeiten die Meere entstehen ließ. Gustus ließ sich als Jugendlicher in der Ruine eines Ritterguts nieder und lebte nur von Obst. Stärken: Ein unermüdlicher und fähiger Forscher und beeindruckender Magier. Schwächen: Beeindruckender Magier, aber nur, wenn es ihm passt. Schüchtern. Barnak, der schwarze Ritter. Ein furchterregender Krieger. Barnak ist sehr gewalttätig. Sogar seine Feinde müssen zugeben, dass er seine Waffen und magischen Kräfte einzusetzen weiß. Barnak ist ein gemeiner Kämpfer, ein unbezwingbarer Magier und ein erschreckender Redner. Er kann mit seiner boshaften Zunge ebenso viel Schmerz zufügen wie mit seinen Waffen. Vor ihm müssen sogar die tapfersten Herausforderer ihre Niederlage eingestehen. Er wird ständig von Veribert, seinem ebenholzfarbenen Drachen, begleitet und breitet den Mantel seiner Bosheit aus wie ein Schatten, der die Dunkelheit seines Wesens vornwegnimmt. Das scharlachrote Licht, das von seinen Augen ausgeht, verbreitet unter seinen Feinden Zweifel über seine wahre Herkunft. Alter? Unbekannt. Familie? Unbekannt. Stärken? Unbarmherziges kämpferisches Geschick. Schwächen? Keine Schwächen bekannt. Ja, teilweise sehr klischeehaft, was hier so über die Charaktere geschrieben steht. Zum Beispiel, dass Viola ein bisschen überempfindlich ist, so als Frau und so, ne? Aber naja, es ist halt ein Kinderspiel. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Ich denke mal, ihr könnt euch selber euer Bild darüber machen. Eine letzte Seite haben wir noch, und zwar den Ehrenkodex der Ritter. Was im Grunde eigentlich so eine Seite mit Hinweisen ist, wie man das Spiel spielen sollte, um weiterzukommen. Was für Leute, die noch nie so eine Art von Spiel gespielt haben, doch sehr hilfreich sein könnte. Also, der Ehrenkodex der Ritter. Ein großer Ritter hört den Menschen zu. Ihre Worte können oft sehr hilfreich sein. Ein großer Ritter kennt sein Königreich. Er muss mit jeder Entwicklung vertraut sein. Ein großer Ritter beherrscht alle Arten der Magie in seinem Königreich, um in der Not die Feinde des Friedens auf Distanz zu halten.
Ein großer Ritter sucht die nötigen Hinweise, die er braucht, um seine Aufgabe zu lösen. Er dreht jeden Stein einzeln um, wenn es sein muss. Ein großer Ritter kann gut mit Geld umgehen. Er gibt sein Geld nur aus, um sich und seine Siegeschancen zu verbessern. Ein großer Ritter kennt seine Gegner. Er erkennt ihre Stärken und ist vor ihnen auf der Hut. Und er erkennt ihre Schwächen, um sie gegen sie einzusetzen. Ein großer Ritter wird jeden Kampf zu Ende führen, wenn er für die richtige Sache eintritt. Er ist sich dabei ständig der großen Ehre bewusst, für eine gute Sache zu kämpfen. Ein großer Ritter sorgt dafür, dass seine Rüstung stets in gutem Zustand ist. Ohne eine Rüstung ist sogar ein Ritter zum Scheitern verurteilt. Ein großer Ritter weiß, wann er seine magischen Fähigkeiten einsetzen muss. Er benutzt diese Fähigkeit, um seine Feinde zu überraschen. Ein großer Ritter versucht nicht schneller zu fliegen als der Wind, wenn er auf einem Drachen reitet. Er weiß, wie er sein Reittier zähmen muss, um sein Ziel zu erreichen. Ja, und jetzt wirklich ganz zum Abschluss nochmal kurz der Glossar, denn wir haben ja im Spiel einige lateinische Begriffe. Mir wurde auch in einem Kommentar geschrieben unter einem Video, dass das eigentlich gar kein richtiges Latein sein soll und dass ich es irgendwie falsch ausspreche. Was weiß ich? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe kein Latein gehabt in der Schule. Ich weiß nicht, wie diese Sprache funktioniert. Und ich werde jetzt einfach das vorlesen, was da steht. Das sind die Übersetzungen für diese Begriffe, die sie im Spiel sein sollen. Also haben wir einmal Magia Glacia, Eismagie, Electricus Magicum, elektrische Magie oder Elektromagie, Focus Magicum, Feuermagie, Res Historica, das sind die geschichtlichen Fakten, Monitum Publicum ist die öffentliche Mitteilung, Quaesitus ist ein Steckbrief, Cognitionis sind Infos, Note oder Notare ist eine Notiz und Energia Prisma sind Energieprismen. Ja, und das war eigentlich der interessante Teil des Handbuchs. Wie gesagt, der Rest ist relativ unspektakulär. Also, ja, das will, glaube ich, keiner von euch sehen. Ich scroll jetzt hier gerade mal durch, aber naja. Vielleicht hier, bla bla bla, der Schild repräsentiert den Schutz, den Halbsrüstung bietet, bla. Ja, kennen wir ja. Dann noch ein bisschen Steuerung und so, Credits, bla bla bla. Ist ja egal. Und ein bisschen Werbung für die anderen Playmobil-Spiele hier. Laura und das Geheimnis des Diamanten. Das werde ich aber auf keinen Fall spielen, denn das ist wirklich ein Kinderspiel und ich finde es nicht so. Also Laura und das Geheimnis des Diamanten meine ich mich mal zu erinnern, dass ich da mal die Demo von gespielt habe. Und es ist halt anders als Hype. Ganz anders. Und Alex auf dem Bauernhof kenne ich gar nicht. Und warum gucke ich mir überhaupt die Werbung an? Bla. So. Ich denke mal, das sollte es gewesen sein für diesen Bonus-Part. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich hoffe auch, die Aufnahme ist gut geworden. Denn wenn, dann kann ich eventuell noch das ein oder andere Projekt aufnehmen, das mit DxStory oder Fraps nicht aufzunehmen ist. Aber nun gut, ich will euch nicht weiter langweilen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video. Und falls ihr jetzt nur so durch die Videobeschreibung oder durch den Titel auf mein Video gekommen seid und gar nicht wisst, dass ich ein Let's Play davon mache, dann, hey, ich mache ein Let's Play von Hype the Time Quest. Also vielleicht, falls bei euch Erinnerungen wach geworden sind oder ihr das Spiel an sich interessant findet, schaut doch mal rein. Ich würde mich drüber freuen. Auch wenn ihr dann einen Kommentar hinterlasst. Das ist immer toll. Joa, das war's eigentlich. Also macht's gut und bis dann.